Und weiter geht's mit Mission 11 der Nordkampagne. Wir haben jetzt letztes Mal mit dem Cyborg-Kommando diese LKWs sichergestellt, mit den Biotoxinen. Mal gucken, wie sehr die uns jetzt helfen. Der Informant muss sich südlich des GDI-Stützpunktes mit den Mutanten treffen. Setz die Mutanten ein, um den Informanten zu schützen und die GDI-Patrouillen auszuschalten. Verstärkungen werden eintreffen, sobald ihr den Eisenbahntunnel hier gesichert habt. Setzt sie ein, um die Forschungseinrichtung zu finden und zu zerstören. Und natürlich sind die Mutanten entbehrlich. Aha, alles klar. Ich glaube, ich erinnere mich an die Mission. Ich glaube, die war echt cool. Ja, nehmt sie Kontakt zu den Mutanten auf. Sie finden sie in der Nähe der Klinik. Stimmt, das ist was echt cooles. Weil du spielst genau so einen Notch-Spion, der so die Mutanten jetzt aufwiegeln soll. Und da machst du so einen Aufstand. Das erinnert ein bisschen so an diese Mission aus Command & Conquer Generals. Okay, die Mission war natürlich zuerst da, aber sie erinnert vom Aufbau einfach nur an die Mission von Command & Conquer Generals, von der GBA. Wo man ja auch so diese ganzen Aufwiegler quasi durch die Straßen gesteuert hat und so. In die Richtung geht das tatsächlich. Wird erledigt. So, wir sollen jetzt ein paar... ein paar Mutanten aufwiegeln. Ja, Sir. Das ist auch eine der Missionen, die ich mich noch erinnere, von meiner Kindheit aus, weil ich die cool fand. Oh, und ich kann mich an die erinnern, obwohl ich es nur ein bis zweimal bisher geschafft habe, weil alles andere so schwer war. Vor allem Mission 7 war immer so ein hart Block. Ein Campingwagen. Oh, darf ich bitte einen für den haben? Bereit zum Einsatz. Ja, Sir. Wird erledigt. Der einzige Grund, warum man keine Campingwagen auf heutigen Schlachtfeldern sieht, ist bestimmt, weil die irgendwie von der Genfer Konvention verboten wurden oder so. So OP, wie die Dinger sind. Kirche. Menschenskind. Wir haben recht. Hallo? Irgendjemand zu Hause? Sind irgendwelche Gallier da? Daily Sun Times. Nehmen Sie Kontakt zum Mutanten auf. Sie finden ja nicht der Klinik. Ja, wo ist denn die Klinik? Ich würde ja gerne irgendjemanden fragen, aber... Kannst du mal aufhören, mich zuzuwerfen? Aua, nein! Aha! 2 gegen 1 ist... Oh. Alter, wo läufst du lang? Hatte jemand irgendwie in der... Das, dem wurde ein Sammler gehören. Ein Gehirn von einem Sammlerfahrer transplantiert. Jawohl, Sir. Ja, Sir. Also wenn das die Erleuchtung sein soll, Nord, du gibst all deinen Truppen so, allen den Sammlerfahrer-Gehirn-Chip, dann herzlichen Glückwunsch. Sir. Dann fahren wir dem Abgrund entgegen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wird erledigt. Wo ist denn die Klinik? Wird erledigt. Ich mich auch. Ah, da ist die Klinik. Wird erledigt. Jawohl, Sir. Hallo? It's me. Oh Mann, kann der Typ mich mal aufhören zu verfolgen? Ich fühle mich in meinem Sicherheitsbereich. Das sieht aus wie ein ziviles Waffenhaus. Das sieht aus wie eine Kaserne. Wird erledigt. Jawohl, Sir. Oh, der Typ, ey. Ich muss wahrscheinlich diesen einen Typen da loswerden, die eine Wache. Und das am besten ohne mich hinten rum grenadieren zu lassen. Jetzt ist der andere auch noch hier. Ich will nicht mehr. Ich werde zu wenig bezahlt dafür. Komm, das schaffst du. Beeilung, nein. Das ist alles für ein Arsch, ey. Ich hab gar nicht. Nein. Okay. Das machen wir mal schnell. Oh Mann, ich hätte gar nicht gespeichert. Das ist ja bescheuert. Ja, Sir, kein Problem. Ich bin bereit. Ah, gut, das geht schnell. Okay, wisst ihr was? Wir sehen uns gleich, wenn wir in der Mission sind. Zweitrangiges Ziel erreicht. Einsatz. Oh, jetzt stürzt der Kack. Ja, so viel zum Thema geht ganz schnell. Zwischendurch, ich habe die Mission geschafft. Nur damit es dann wieder weiß wird und wieder abschmiert und ich nochmal da laden durfte und nochmal machen durfte. Aber jetzt haben wir es geschafft. Ich hätte auch einfach neu starten können, aber ich hatte echt gedacht, ich hätte schon einen Spielstand hier gehabt. Ah, da ist es sogar gleich die Kasse. Ich hätte wirklich nur da rechts hoch sollen. Wenn man das halt weiß, dann geht es so viel schneller und einfacher. Und man rennt nicht in die ganze Grenadiersuppe da rein. Das ist echt, vor allem wie weit die dich verfolgen. Die lassen dich halt einfach nicht in Ruhe. Ja, Sir. Einfach nur den Tüten. Oh Mann, es hätte so einfach sein können.
Vorräte der Mutanten entdeckt. Ja, hi. Okay, hätte mich auch nicht gerettet. Mutanten entdeckt. Wird erledigt. Danke, der Nachschub kommt gerade rechtzeitig. Ich werde meine Leute einsammeln. Oh, ja. Ja, okay, jetzt. Das wäre aber zu spät gewesen für die Grenadiere. Ich muss wirklich zuerst hierher. Jetzt haben wir diese Aufwiegler-Truppe und das war das Coole. Weil ich glaube, die folgen mir jetzt einfach, ne? Ich steuere noch den und die rennen mir jetzt, glaube ich, hinterher oder so. Serb und sie beide, Elefanten würde ich schon sagen, Einfahrten des westlichen Tunnels. Der westliche Tunnel? Also doch, da drüben, wo jetzt die Grenadiere sind, ja? Hallo, GDI. Ich stelle Ihnen mal kurz meine Freunde vor. Ambrose Lounge, okay. Bodenblöcke, das sehe ich. Krankenhaus, alles klar. Da können wir uns leider nicht heilen, ne? Dr. Archers Irrenanstalt. Schon wieder zum lustigen Wandersmann. Jetzt reicht's. Das bedeutet Krieg. Das ist wahrscheinlich auch Kanes Erleuchtung. Dass jeder einen lustigen Wandersmann hat. Und das Ziel ist schon zur Hälfte erfüllt, wie ich sehe. Bostikturm. Schulbus. Kirche. Da seid ihr Kackgrenadiere! Na, wartet. Ja, bloß nicht, dass ihr da. Schaut. Bitte weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. Also, hallo? Ich wollte eigentlich, dass der nicht mich angreift, aber gut, okay. Kann man nichts machen. Okay, ich geh jetzt einfach weiter. Muss ich darüber? Ah, ja. Hey, wo kommt das denn alles her? Das denn da? Wo kommt das denn alles her? Alles klar, nee, natürlich. Wir werden überhaupt nicht seltsam behandelt von der GDI. Wo kommt das denn? Nicht, wo kommen die ganzen Leute her? Wo kommt das denn alles her? Hä? Ja, ist in Ordnung. So, was kommt denn da? Pfui, bäh. Wollt ihr mir gerade erzählen? Oh mein Gott, stimmt, das sind ja normale Raketentruppen. Der Augenblick, wo wir vor Gotten steuern, aber das Spiel hat vergessen, dass wir vor Gotten steuern. Und die Raketentruppen zählen nicht dazu. Herzlichen Glückwunsch. Ich dachte, heilen wir uns mal eben schnell im Tiberium hoch. Raketentruppe dachte sich, Dankeschön, wirklich, genau das habe ich gebraucht. Du blöder Penner. Schön. Aber so, das ist eine gute Möglichkeit, wie die Verräter so spielen. Ich meine, ganz ehrlich, sind not Spion. Ich meine, das müsste auch ein Forgotten sein, ne? Ach, also stell dir mal vor, wirklich. Das ist eine gute Möglichkeit, Spion rauszufinden. So, wir stellen das jetzt alle mal kurz in dieses Tiberium-Feld hier rein. Oh, so spät schon. Ich muss wirklich noch dringend zum Zahnarzt. Guck, guck. Wollt ihr euch mit dem Viskeroiden anlegen? Nee? Oh, nein, eben nicht. Ja, Sir? Hallo? Aua! Aua. Bitte, schieß dir mal drauf. Nein. Einheit verloren. Weil die halt auch ewig nicht aus dem Arsch kommen. Und ja, schön, die Eimünze. Hä, es war weiß, aber trotzdem. Ah, okay, das Spiel geht trotzdem nicht. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Was denn? Hier hat's aufgehört. Okay, ich weiß, wo ich lang muss. Passt schon. Alles okay. Alles okay. Wird erledigt. Die Mission ist echt eklig. Jawohl, Sir. Hallo, Grenadier. Was läuft? Jawohl, Sir. Ich gehe einfach hier vorbei, okay? Ja, Sir. Ist in Ordnung. Hast nicht gesehen. Ihr habt nichts Jawohl, gesehen. Sir. Wir sind einfach auf der Durchreise. Wird alles okay. Alles klar. Oh. Jawohl, Sir. Wo Wird kommt erledigt. Das denn her? Schatz, da ist ein Forgotten im Bad. Bitte machen weg. Vielen Dank, ich würde mich gerne heilen. Wo fährt er gerade? Alter!
Das hat Jawohl, böse wehgetan. Der hat da wirklich überfahren. Ich hoffe, das reicht jetzt noch für die Titanen. Jawohl, Sir. Ich meine, wir haben die Raketentruppen noch, das ist das Wichtigste. Jawohl, Sir. Ja, Sir. Jawohl, Sir. Oh. Wenn die halt mal aus dem Knick kommen würden, ne? Okay, also nicht Lebenspunkten. Der Plan müsste der sein. Jawohl, ihr folgt mir. Ich warte, bis ihr alle da seid. Ich. Warum macht ihr denn nichts, Mann? Ich habe die Mission irgendwie cooler in Erinnerung. Das ist so gemein! Das ist so gemein, ey! Das, die stehen halt auch wirklich da und popeln in der Nase. Und suchen dort nach Tiberium, ey. Das gibt's nicht! Jetzt schieß doch mal drauf! Dankeschön! Oder muss ich da wirklich aktiv angreifen? Das, ja, ich glaube, ich muss angreifen, dass die auch was machen. Oh, Mann. Dem muss man also wirklich erstmal dreimal sagen, was sie tun sollen, ja? Okay. So, hallo Titan. Jetzt wird's aber, oder? Hi. Wir hätten uns eigentlich im Tunnel begegnen sollen. Schieß drauf, bitte. Mach den weg. Mach den weg. Ja, genau, bitte. Ja gut, so geht's. So geht's, so geht's. Er fängt an, das Ziel zu wechseln, sobald wir wirklich selbst aktiv angreifen. Tunnel gesichert. MBF unterwegs. WTF. Jawohl, wird erledigt. Okay. Bestätigt. Hi. Die ballern hier ein bisschen, das ist okay. Ja, werft euch einfach in den Fleischwurf, passt schon. Dieser Grenadier da, der ignoriert auch wirklich alle, die hier vorbeikommen, ne? Jetzt geht's los. Okay, wir müssen irgendwie da hoch. Oh, ein Raketensilo, nom. Ja, Sir, Ingenieur meldet sich tätig. Sir, wie Sie befehlen. So, wir können hoffentlich einfach da hoch und so. So, das ist doch mal ein Fortschritt. Schwebepanzer. Und Salzstreuertürme. So, fühlt euch wie zu Hause. Da unten sind Tiberiumfelder. Guten Appetit. Wie solche Weidekühe, ey. Einheit bereit. Bereit, Sir. Einheit bereit. Erledigt. Ja, Sir. In Ordnung, Jawohl, Sir. Sir. Einheit bereit. Erledigt. Hey, die machen sich echt bequem. Ja. Ja, Sir. Okay. Motor an. Erledigt. Oh mein Gott, das ist ja auch ein Grenadier. Das hätte ich gar nicht gesehen. Danke. Da kümmerst du dich mal drum. Das solltest du eigentlich hinbekommen mit den restlichen Lebenspunkten. Oh, cool, die haben die Tiberiumfelder ein bisschen aufgefüllt. Das fand ich nett. Ihr denkt aber auch wirklich immer an mich. Neue Baumöglichkeiten wird gebaut. Eigentlich könnte ich das in Kraftwerk lassen. Gestoppt. Ich kriege ja zwei Stück. Ingenieur meldet sich. Einheit bereit. Bereit zum Einsatz. Ja, Sir. Gebäude erobert. Ja, wunderbar. Gebaut. Aber hier gibt es leider keinen Tiberiumbaum, ne? Das heißt, hier sollte ich ein bisschen vorsichtig sein. Mit mehr als einem Sammler will ich dir gar nicht großartig sammeln. Kriegst du denn bitte tot? Oh mein Gott. Weil ich glaube, ein Sammler wird hier bestimmt so sammeln können, ohne dass das Tiberium vollständig weggeht. Weil das grüne Tiberium zumindest wird sich dann immer noch ein bisschen ausbreiten. Aber mehr ist sicher zum Abbauen gar nicht drin. Ansonsten müssen wir nach anderen Quellen Ausschau halten. Das Raketensilo lasse ich mal. Ich habe irgendwie Angst, dass das irgendwas triggert. Sobald ich das habe. Würde ich dem Spiel zutrauen.
und gab es durchaus in der Vergangenheit. Bei anderen Spielen. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Okay, du sammelst mir mal das Grüne, weil das wächst eh nicht nach. Das Grüne, was laber ich das? Ich klicke aufs Blaue und sag das Grüne, ey. Grün-Blau-Schwäche. Und Leute mit einer Grün-Blau-Schwäche haben es bei Command Conquer bestimmt nicht leicht. Aber ja, du sammelst mir mal wirklich das Blaue, weil das regeneriert sich eh nicht. Dann haben wir mehr Platz, dass das Grüne sich regeneriert. Und wir kriegen gleich mehr Geld am Anfang. Wir haben nur Win-Win davon, das Blaue jetzt erstmal zu holen. Mach mal weiter. Bis ich nicht weiteres Tiberium gefunden habe, brauche ich gar keine weiteren Tiberium mehr von denen zu bauen, weil damit schaden wir der Nachhaltigkeit. Neue Baumöglichkeiten. So, jetzt kriege ich aber hoffentlich Artillerie. Wenn nicht, dann bin ich etwas traurig. Okay, wir können auch mal ein paar Einheiten schicken zum Erkunden, auch wenn ich kein gutes Gefühl habe. Da jetzt zu schnell irgendwas aufzudecken, was mir gefährlich werden könnte. Oh, guck mal, dieses bisschen Tiberium, was da entstanden ist, weil diese paar Forsaken kaputt gegangen sind, hat sich da unten auch zum ganzen Feld entwickelt mittlerweile. Irgendwann ist das bestimmt alles voll, wenn ich es lang genug in Ruhe lasse. Ah, wenn hier noch ein Bäumchen irgendwo ist, dann habe ich... Ja, okay. Dann muss ich mich einfach noch da unten links ausbreiten. Dann können wir auf jeden Fall locker mindestens zwei Sammler sammeln lassen, dass das nachhaltig funktioniert. Bei der großen Fläche, die hier noch außen rum ist, dann sogar noch drei, würde ich sagen. Sind sogar noch... Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Und Gas. Das GDI. Da brennt der Wald. Bau abgeschlossen. Artillerie, wunderbar. Oh, sogar weiter das Kraftwerk. Machen wir mal eins. Wird gebaut. Wir brauchen Silos. Wo brauchen wir Silos? Hast du schon mal auf meine Ausgaben geguckt? Abgeschlossen. Helipod können wir. Jetzt haben wir mal gut, das Spielzeug hier an der Hand. Na, also geht doch. Wird gebaut. Einheit bereit. Wird gebaut. Da könnten sie kommen, da könnten sie kommen. Ich baue mich mal so dazwischen auf. Ich wollte gerade sagen, dieses Sandsäck ist noch nicht ohne Grund da. Lass die mal in Ruhe. Silo einnehmen oder nicht, ist die Frage. Oh, diese Stellung würde sich so super verteidigen lassen, wenn die Gegner auch von da angreifen würden. Aber das ist nicht die Albers, ist da drüben. Ich glaube, die Gegner kommen eher von rechts, oder? Aber ist das nicht... Ich kann mich an diese Mission wirklich gut erinnern. Ich kann mich erinnern, dass es irgendeine Mission gab, wo ich auf irgendeinem Hügel unglaublich viel Artillerie verschanzt habe. Ich glaube, das war sogar diese. Es kann wirklich gut sein, dass es diese Mission war. Es gab irgendeine... Ja, ich glaube, das war die. Ich kann mich erinnern, dass es irgendeine Mission gab, wo ich auf irgendeinem Hügel, beziehungsweise auf irgendeinem Plateau, auf irgendeiner Erhöhung, ewig viel Artillerie verschanzt habe und einfach alles zerschrotet habe, was auch nur ansatzweise meine Richtung geguckt hat. Das müsste das hier sogar gewesen sein. Wird gebaut. Das Missionchen. Ich meine, mich erinnern können zu Tuten. Aua. Ich sag schon mal präventiv Aua. Ich nehm's wieder zurück, weil ich nicht getroffen wurde. Nein, nein, nein. Du gehst mal bitte kaputt. Ja, kannst jetzt nur gucken. Und weg. Ah. Hey, Artillerie ist so stark. Der Wald brennt auch auf Dauer, ne? Unendliche Energiequelle, diese Bäume dort. Okay, Geld kommt rein, das freut mich doch. Eine weitere Artillerie, bitte. Okay, von da können Gegner kommen und von da können Gegner kommen. Das heißt, wenn ich da Zentralartillerie platziere, sollte ich eigentlich von allen Gefahren befreit sein.
Dann ein paar Bazooka-Infanteristen dazu, um gegen Lufteinheiten gewappnet zu sein. Und dann bin ich schon mal defensiv aufgestellt. Bereit zum Einsatz. Wird erledigt. Wird erledigt. Ja, Artillerie kannst du ein bisschen warten. Ich hätte gerne die Tiberium auf mir gebaut. Vielen Dank. Bau abgeschlossen. So, zwei Stück hier. Und dann sind wir eigentlich hier erstmal ein bisschen bedient. Habe ich eigentlich erstmal genug Tiberium, um glücklich zu sein? Wohl noch einen dritten. Ja, komm, einen dritten können wir noch dazu tun dann. Gebaut. Wird gebaut. Das ist einer dieser Augenblicke, wo ich wahrscheinlich wirklich mal einfach eine Spielgeschwindigkeitsstufe hochgehe, weil wir wirklich gerade nichts zu tun haben. Außer zu sehen, wie unser Einheit Kontostand bereit. Wächst. Und wieder schwindet. Wieder wächst und wieder schwindet und wieder wächst und wieder schwindet. Wird hergestellt. Wird gebaut. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Die Artillerie zerschrotet mir alles, was nur andersweise in die Nähe kommt. Von daher passt das. Da müssen wir bloß ein bisschen aufdecken. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. Motorarm wird erledigt. Motorarm. Oh, hallo. Oh, hi. Ab in den Meat Grinder mit euch. Oh, ich liebe es, mit Verbündeten zu spielen. Und wenn es nur irgendwelche KI-Verstärkungen sind. Aber ich glaube, die die werfen sich jetzt für mich in den Meat Grinder. Das ist doch super. Für Kane. Ich würde gerade sagen, ey, die heilen sich gleich auf dem Weg. Aber stimmt, die tut ja nicht. Das sind einfach nur forgotten Cosplayer. Mit einer Bazooka. Ich hab's durchschaut. Das ist eine ganze Masche einfach nur. Ja, und die werfen sich jetzt immer wieder wahrscheinlich schon rein. Ich kann mich erinnern. Gebäude verkauft. Wird gebaut. So, dann gucken wir mal, was wir sonst noch so machen können, weil wir haben jetzt wirklich viele Möglichkeiten. Ich glaube, wahrscheinlich können wir bestimmt nur die Banshees machen, noch nicht diese lustigen Bomber. Einheit bereit. Ist ja okay. Jawohl, Sir. Ja, ihr? Ja, Sir. Sir? Motorarm, okay, da kommt aber auch wirklich die GDI her. Aber von da rechts ist auch eine Base, Einheit aber da machen die gar nicht viel. Einheit bereit. Und Gas. In Ordnung, Sir. Einheit bereit. Und Gas. Ja, ihr? Motorarm. Bereit, Sir. Wird erledigt. Ach, da kann man sogar drauf. Okay. Ja, Sir. Das sind wir. Ja, genau. Ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern, dass es wirklich so eine Mission gab, wo ich arsch viel Artillerie gebaut habe. Und der Gegner kam mit arsch viel Titanen. Ich glaube, das war wirklich so eine Titan-Karawane, die immer kommt. Ich habe die immer abgeschossen auf dem Weg mit. Das ist irgendeine Mission war das. Ich glaube, das war die. Okay, abseits von all dem Spaß. Neue Baumöglichkeit. Ah, nee, hab hier nicht Benji. Benji waren die Bomber. Mhm. Wird gebaut. Einheit bereit. Einheit bereit. So, jetzt würde ich mich auch mal ein bisschen aufstellen. Zu wenig Geld. Einheit bereit. Bau abgeschlossen. Okay, das sieht doch mal was aus. Da haben wir ein bisschen was defensiv aufgestellt. Tatsache, da kommen die nächsten. Das ist jetzt nicht viel, aber hey, immer ein bisschen was, das finde ich ganz cool. Erinnert mich beim Spiel Emperor Schlacht um Dune. Oh, wir können Untergrund-BMT und Teufelszungen machen. Geil. Aber ja, es gab noch das Spiel Emperor Schlacht um Dune. Und ich meine ganz ehrlich, ich glaube wirklich, dass Westwood, was die ganzen Forgotten angeht, wirklich von den Fremen inspiriert war. Aus Dune, aus dem Dune-Universum. Das sind sehr viele Parallelen. Aber ja, grundsätzlich. Muss ich ja wirklich sagen, es erinnert mich bei Emperor Battle of Dune, da gab es auch wirklich eine Mission, wo du ja selbst Atreides gespielt hast. Und ich kann mich erinnern, es war so eine Mission, wo ich wirklich kurz vorm Exitus stand und dann kam plötzlich Fremen, die mir geholfen haben. Einfach so vom Kartenrand gespawnt, ähnlich wie hier. Und mich dann mir tatsächlich wirklich aktiv den Arsch gerettet haben. Das hat mich so mitgenommen, so berührt, dass ich grundsätzlich Missionen dieser Art feiere. Da haben die auch noch so schön sind, die mit da gesagt, wir sind hier, um euch zu helfen, Atreides. Und dann so, oh, schön.
Nicht sterben fühlt sich toll an. Wird gebaut. Das Problem ist, ich versuche immer wieder. Ich habe es immer wieder mal versucht, hier Emperor-Schlacht im Dune zum Laufen zu kriegen. Beziehungsweise, ich finde, habe meine alte Version erstmal nicht gefunden. Habe ich online geschaut, ob man das irgendwie noch bekommen kann. Und kam dann auch nicht so weit. Also, ich habe mich da wieder angestrengt, als die neue Dune-Verfilmung rauskam im Kinos. Da war ich dann wieder voll im Dune-Fieber. Und wollte es dann mal wieder das alte Spiel da installieren. Aber irgendwie gab es ein paar Schwierigkeiten noch. Irgendwann kriege ich es vielleicht mal hin. Mal gucken. So, dann würde ich gerne mal gucken, dass ich einen Ingenieur mache. So, ein bisschen Artillerie würde ich noch machen, dann würde ich erstmal sein lassen. So, ich hole mir mal Raketensilo. Mal gucken, ob sich das als eine gute Idee herausstellt. Einheit bereit. Gebäude erobert. Ah. Biotoxin-Konvoi nähert sich. Einheit bereit. Okay. Aber kein Angriff vom Gegner. Und der Konvoi ist ja soweit eigentlich relativ safe, würde ich sagen. Einheit bereit. Wird hergestellt. Wird gebaut. Einheit bereit. Oh mein Gott. Einheit bereit. Einheit bereit. Ich hätte ihn beinahe selbst gesprengt, den Konvoi. Einheit bereit. Nein. Ah, wir haben ein paar. Was ist, die sind jetzt auch nur am Rumpatrouillieren, kann das sein? Entschuldigung, aber eigentlich wurde die eingestellt, um euch zu opfern. Einheit bereit. Nachher, bevor. Ah, okay, die haben die Ladung abgegeben und. Damit kann ich die Streuraketen dann feuern, ja? Hi. Was läuft? Kommen die von da hinten lang? Was auch immer. Wird gebaut. Gestoppt. Machen wir mal einen schönen Mix. Bisschen Bazooka, bisschen Cyborg. Da kommen die Titanen lang, die ich jetzt einfach sprenge. Das erinnere ich mich irgendwie, wenn ich Titanen immer auf dem Weg ausgeschalten habe. Ich glaube, das war auch wirklich diese Mission dann. Das waren schöne Zeiten. Einheit bereit. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Einheit bereit. Ja, von hier, ich könnte mich eigentlich hier aufstellen und die GDI einfach zu Tode bombardieren. Einheit bereit. Wird hergestellt. Einheit bereit. Oh, hallo. Gut, dass ich da Raketen drum aufgestellt habe. Ich bin eher von Orcas ausgegangen, weil mir letztens mal schon ein Orca-Bomber ja meine Artillerie zerschossen hat. Aber das ist natürlich auch doof, aber gut, kriegt man hin. Easy. Einheit bereit. Kommt mal ein Limit rüber. Einheit bereit. Wird gebaut. Das wird schon. Spätestens wenn die Artillerie komplett steht, durchgängig, haben wir unseren Spaß. Einheit bereit. Einheit bereit. Verstärkung ist eingetroffen. Ach, sind wahrscheinlich wieder die Mutanten. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit bereit. Wo? Bisken haben wir immer noch nicht, ne? Einheit bereit. So, jemand muss mir mal ein kleines bisschen freundlich reingucken, was uns so erwartet hier. Einheit bereit. Ach du liebe Zeit, ist ja. Die Hölle bricht aus. Aber gut, wir haben Artillerie. Alles passt. Bum, 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 bum. Putz. Artillerie ist eine tolle Erfindung. Haben die keine Energie mehr? Warum hat der Granatwerfer nicht geschossen? Der RGB-Werfer. In Ordnung, Sir.
bitte weiter Truppen ausbilden, danke. Hergestellt. Einheit bereit. Einheit bereit. Ja, glauben die Leute in der Fabrik noch sehr im Urlaub. Einheit bereit. Es gibt Dinge, die muss ja nicht jeder mitmachen. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Wird hergestellt. Zu wenig Geld. Bisschen schöne Einheitenmix. Hier noch weg. Einheit bereit. Hallo Titan. Einheit bereit. Ah, die will sich auch gleich ausfahren. Interessant. Einheit bereit. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, diese Produktionsstätte hier hätte ich gerne. Mitsamt dem Sammler. Einheit bereit. Verstärkung ist eingetroffen. Einheit bereit. Habe ich die Streuraketen eigentlich wirklich auf Dauer? Mir gar nicht überlegen, aber ich sehe gerade kein passendes Ziel, die einzusetzen. Ich weiß nicht, ob ich die nur einmal einsetzen darf. Oder ob die sich dann auflädt. Ich könnte es austesten und dann laden, aber ich würde speichern und laden. Also vor allem laden so. Oh, hörst du auf, ich brauche die noch, ich brauche die noch. Naja, ich würde speichern und laden so gut es geht gerne vermeiden. Also mehr als unbedingt sein muss. Wegen dem Fehler. Und so. Hier schießt mir mal auf das Ding hier. Jetzt warten wir kurz auf den Herrn Sammler. Herr Sammler tut, was Herr Sammler am besten kann. Und das ist Frau Sammler hinterherfahren. Alte Nussbock. Gebäude erobert. Wird gebaut. Entschuldigung, aber diese Kraftwerke hätte ich gerne. Einheit bereit. Einheit verloren. Die sind ziemlich saftig voll beladen. Einheit bereit. Hi. Bye. Einheit bereit. Gebäude erobert. Ich habe Energieprobleme. Also Energie. Oh, tschüss, Sammler. Dann nehme ich sie ohne. Worauf schießt ihr? Dürfte ich das auch mal wissen? Ja, also ich glaube, die brauchen nicht mal Sichtkontakt, ne? Oh, da ist sogar ein bisschen Tiberium drin. Machen wir mal die weg. Das ist was nicht wirklich ist. Gebäude verkauft. Ah, ne, jetzt ist leer. Okay. Das war eh nur ein Fitzchen gewesen. Das hätte sich, glaube ich, nicht gelohnt. Primärgebäude ausgewählt. Einheit bereit. Einheit bereit. Okay. Einheit bereit. Bau abgeschlossen. Ich hätte gerne mal irgendwas zum Erkunden, bitte, danke. Einheit bereit. Wird gebaut. Wird gebaut. Oh Gott, ich habe irgendwo ein Orca gehört. Okay, das Gemeine ist, die Brücke dürfen wir nicht mehr nehmen. Einheit bereit. Da rechts ist mir ein bisschen viel Tiberium. Wir haben ein bisschen viel auch normale Infanterie dabei, die da. Oh Gott, ein paar Cyborgs sind auch schon halb tot, im wahrsten Sinne des Wortes. Die sind wieder in ihrer allerbesten Robben-Interpretations-Performance. Einheit bereit. Das ist der offizielle Ausdruck für Cyborgs, die rumkriechen. Das ist die Robben-Interpretations-Performance-Form. Einheit bereit. Wer schießt denn hier die ganze Zeit? Achso, das sind wahrscheinlich die Mutanten immer wieder. Einheit bereit. Okay, mal großflächig ein bisschen aufdecken, habe ich nichts gegen. Okay, wir kämen bloß da rechts lang. Dann würde ich gerne wirklich mal die Brücke reparieren und dann mit den Einheiten rüberfahren und das hier jetzt mal als Stützpunkt nutzen.
für meine Zwecke. Gebäude verkauft. Ja, bitte? Alles klar. Ja, Motorradverbindung im Ding. Wird hergestellt. Leider nicht möglich. Ah, da kommt das Ganze her immer. Einheit bereit. Kriegt ihr das Ding hier kaputt? Ja, nice. Dann würde ich nämlich gerne mal mit einem Ingenieur außen rum und einfach mal die Brücke reparieren. Weil ich würde gerne den offiziellen Weg nehmen. Bau abgeschlossen. Ganz. Einheit bereit. Ganz perform über die Brücke fahren. Kein Problem. Kein Problem. Einheit bereit. Okay. Einheit bereit. Ein bisschen Artillerie, ein bisschen Panzer. Noch ein bisschen mehr. Unsere Streitkraft ist schon relativ ansehnlich mittlerweile. In Ordnung, Sir. Einheit bereit. Alter, wie dreist haben die schon wieder zerstört? Oh. Einheit bereit. Dann reparier ich es halt wieder. Ich will jetzt über die Brücke fahren. Einheit bereit. Alter, das war jetzt aber geskriptet, dass die jetzt so kaputt geht, ne? Ja, okay. Einheit bereit. Die zerstört sich jetzt aber nicht jedes Mal, wenn ich durch will, oder? Ich will es mal schwer hoffen. Ist eingetroffen. Einheit bereit. Was sagt eigentlich... das da rechts ist immer noch da, ne? Einheit und das, bereit. Da war ja so ein kleines bisschen überresten. Entwickelt sich. Ja, Sir. So, nochmal die Brücke, bitte. Einheit bereit. Einheit bereit. Ja, hier. Okay, seid einfach alle in eine Eins. Eigentlich sollte ich nur mit einer Einheit testweise rüberfahren, aber ich bin jetzt einfach mal hier zu. Ich habe jetzt gerade diese YOLO-Laune. Okay, scheint zu klappen. Hi. Einheit verloren. Auf Wiedersehen. Sammler wird angegriffen. Einheit bereit. Sammler wird angegriffen. Finden Sie die Forschungseinrichtung im Norden. Also ich glaube, mehr sehr viel mehr Möglichkeit als hier gibt es nicht mehr. Einheit verloren. Jetzt wird hier gerade einfach nur alles zerschossen. Hoffnungslos zerschossen. Einheit bereit. Ich sehe gerade den Nachteil. Jetzt wird jeder die blöde Brücke benutzen. Ich hasse es. Hätte ich die Brücke bloß nicht repariert. Einheit verloren. Ich bereue alle meine Entscheidungen in der Vergangenheit. Wir können mal wieder runtergehen. Es geht gerade ein bisschen flink hier. Aber alles in Leerstand ausschalten. Wo ist das Kackding? Einheit verloren. Dann werfe ich meine Rakete drauf. Ich muss sie eh nur zerstören, ne? Wenn ich schon nicht dazu kam, sie auszutesten bis jetzt. Finden Sie. Finden. Zerstören. Okay. Ganz auf meine Sicherheit zu gehen. Ich glaube, es stand auch immer da, aber. Einheit verloren. Lese ich lieber nochmal extra. Bevor ich. Mich irgendwo vertue. Okay. Mach das Ding mal weg. Dieser RGB-Werfer ist ein bisschen. Der blendet mich ein bisschen zu sehr. Mutanten Lügner, die GDI versucht uns zu helfen. Und das erkennt ihr woran? Weil das Gebäude so hübsch aussieht, oder wie? Einheit verloren. Die greifen mich jetzt an, oder? Ich glaube, die könnten mich jetzt angreifen. Ja, okay, die werden mich jetzt wahrscheinlich angreifen. Aber gut, okay. Viel Spaß mit ein paar Infanteristen irgendwas zu machen. Aber ich glaube, dafür setze ich mal meine Rakete ein. Auf Wiedersehen. Würde das reichen? Ja, das Ding ist komplett verbaut. Das hätten wir nur einmal einsetzen können. Okay, ja gut, der ich aufgespart habe. Oh, jetzt habe ich es... Nein! Ich möchte es bitte sehen. Brücke repariert. Ich hab nicht nochmal gesprochen. Nein. Okay. Dann machen wir den Angriff nochmal. Was soll's? Jetzt wollte ich den Schuss sehen. Verdammt. Einheit verloren. Ja, kommt nur her. Einheit verloren. Sammler wird angegriffen. Einheit bereit. Einheit verloren. Sammler wird angegriffen. Einheit verloren. Einheit bereit. Einheit verloren. Erledigt. Sir, erlaube Anweisung. Erledigt.
So, hier weg, da weg, ein paar Cyborgs nachproduzieren und andere Truppen. Bisschen irgendwas zum Stürmen, weil jetzt vorsichtig mit Artillerie vorpirschen. In dieser Phase sind wir schon lange nicht mehr. Aus dieser Phase bin ich raus in meinem Leben. Ich bin jetzt in der reinen Hirn-Außen-Sturm-Feuer-Fire-and-Forget-Phase. Die kommt direkt nach der Pubertät für gewöhnlich. Also, etwa 40 Jahre nach der Pubertät. Also bis zu 40 Jahre nach der Pubertät. Einmal mache ich mich jünger als ich bin, dann mache ich mich älter. Herzlichen Glückwunsch. Ich schieße mich mal vorwärts. Komm, jetzt machen wir ein paar Sachen kaputt. Bauhof, er braucht sowas. Einheit bereit. Einmal kaputt machen, bitte. So wie wir jetzt gerade in Masseneinheiten gegenwerfen, kein Problem. Einfach nur alles easy. Einheit verloren. Zu wenig Geld. So, Verstärkungstruppen. Verstärkung ist eingetroffen. Einheit verloren. Einsatz hier. So, jetzt speichern wir mal. Jetzt kommt der Lügner. Das Gebäude sieht so schön aus, die GDI kann gar nicht böse sein. Schaut euch nur diese Verputzungsarbeit an. Was kann doch von einem Mutantenliebhaber kommen? Ist ja gut. Hier, schaut mal, wie schön es jetzt nachverputzt wird. Die Rakete kam echt schnell. Ich wollte eigentlich... Ach, die kam von da rechts. Ich dachte, die kommt von meinem Raketen. Reicht nicht mal. Gut, dann mach ich das Ding kaputt. Okay. Zack. Und noch den letzten Flügel. Das ist die Kantine gewesen. Wunderbar. Auftragsziel erfüllt. Einsatz erfolgreich. Nee, 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 nee. So geht das aber nicht, du kleiner Drecksack. Genau so läuft's bei Nord. Okay. Dann war das Mission 11. Und ich würde mal sagen, wie es bei Mission 12 weitergeht, sehen wir dann. Ja, bei Mission 12. Wer hat's für Möglichkeiten, ne? Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.